Oh, da fällt gleich schon der Becher um. Herzlich willkommen, liebe Leute. Ich grüße euch zurück. Mensch, ein Jahr ist es her. Und ja, was soll ich sagen? Kochen 3.0. Oder Kochen Reloaded. Oder herzlich willkommen zum Vlog für die Vorbereitung zu OMS Community Wanderung 3. Herzlich willkommen. Ja, man mag es gar nicht glauben, auch dieses Jahr bin ich wieder dabei. Und wie angekündigt von lieben Sebastian, tatsächlich auch mit Aftermarsch-Party. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe dazu bezahlt und habe mir ein Ticket plus Aftermarsch-Party gesichert. Ja, und in diesem Video, es ist heute tatsächlich noch Mittwoch, der 28. In 2 Tagen geht's los. Ich fahre am Freitag mit dem ICE über Frankfurt wieder nach Kochen. Allerdings, Blödsinn, nein, ich fahre gar nicht nach Kochen. Leute, nein, ich fahre nicht nach Kochen. Ha, Blödsinn, verarscht, ich fahre nach Kochen. Ist der Nachbarort. Ich erkläre euch gleich, warum. Ich wollte bloß einmal nur das klargestellt haben, weil ich fahre gar nicht nach Kochen. Die Wanderung, ja, startet in Kochen, aber dieses Mal geht es nach Kloppen. Mehr dazu in Kürze. Ja, und in diesem Video würde ich euch gerne einmal vorstellen, was ich denn mitnehme. Es gibt, ja, eine kleine Änderung. Ja, sogar 2 Änderungen, aber wie gesagt, die eine kennt ihr aus meinen anderen Videos schon. Allerdings habe ich die jetzt noch nicht hochgeladen. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, Leute. Es ist irgendwie alles schwierig. Vielleicht werdet ihr die Videos irgendwann mal noch sehen. Ich komme einfach. Ich weiß nicht, warum ich nicht dazu komme. Es ist einfach im Moment zu anstrengend. Dieses Schneiden macht mir nicht so viel Spaß, aber wie gesagt, für diese Community-Wanne muss es halt sein, weil alle anderen machen es auch, jedenfalls die, die aufnehmen und wenn ich da keinen Beitrag zu leiste, aber irgendwie, das ist, ihr kennt es ja, ne? Das macht man natürlich so. Ja, und jetzt nehme ich euch mal mit, ich sitze hier gerade auf meinem Bett. Upsi, so. Und jetzt drehe ich euch mal um. Und dann zeige ich euch mal, was ich denn hier heute am Mittwoch schon angefangen habe zu packen. Also wie ihr seht, ich versuche einen Koffer mitzunehmen und einen kleinen Rucksack. Das wird auch nachher mein Marschrucksack werden. Und hier steht jetzt noch so allerdings Zeugs rum. So, wir fangen mal an. Also wir haben hier in dem Koffer, nehme ich mein Trinksystem mit. Auch tatsächlich mit Thermobag, weil wie gesagt bei der Hitze ist es wichtig, dass man ja eben ein Thermobag dabei hat. Weil es einfach blöd ist, wenn man, wie soll ich das sagen, wenn man irgendwie kein Thermobag dabei hat und dann, wird das Wasser total warm. Ja, Leute, ich wollte euch kurz mal hinstellen. Ich glaube, das ist einfacher. So, Momentchen. Oh, jetzt seid ihr komplett schief. Ja, kommt gleich. So. Ja, des Weiteren habe ich im Koffer dabei ein paar Anziehsachen, muss ich euch jetzt nicht zeigen, klar, ne? Unterwäsche, Socken, T-Shirts, eine kurze Hose, eine lange Hose, weil, wie gesagt, lange Hose nur für den Fall, keine Ahnung, es wird doch irgendwie vom Wetterumsturz, man weiß ja nie, ich nehme sie trotzdem mit, aber wahrscheinlich werde ich sie nicht brauchen. So, die eine Neuerung, die ist heute auch angekommen, ist eine leichtere, kurze Hose. Hersteller ist unbekannt, das ist irgendeine China-Marke, bloß ich wollte eine dünnere Hose haben, weil diese Jeans, kurzen Hosen, die ich letztes Mal anhatte, Leute, das kneift mir im Schritt und das ist einfach auf Dauer, man schwitzt dazu drin. Das ist eine Jeans kurze Hose, viel zu warm, viel zu dick, viel zu schwer. Und ich habe mir jetzt eine Outdoor-Kurze Hose gekauft in dunkelgrau. Kann sie euch auch mal zeigen. Wie gesagt, das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Eine kurze Hose, kann man das sehen, ich kann da ein bisschen weghalten. Ja, und die hat hier vorne, das habe ich euch erklärt, die hat hier vorne halt 2 Seitentaschen, dann haben wir hier vorne eine Klettverschlusstasche und eine Seitenreißverschlusstasche. Sieht man das? Und auf der anderen Seite noch eine Quertasche hier, da. Und auf der Rückseite hier auch noch eine Tasche. Ja, die ist halt sehr leicht. Ist auch wasserabweisend, habe es mal kurz getestet. Bisschen Wasser raufgeträufelt, so als es läuft per runter, wenn es in Ström gießen sollte, ja, dann wird die halt auch nass, aber Leute, das merkt nichts, dafür sind wir ja da. Also hier wird nicht gekniffen, nur weil es regnet und stürmt, glaube ich nicht. Das Wetter sieht ganz gut aus übrigens, ich habe schon geguckt. Es sollen so, ja, was habe ich gesehen, 33 Grad werden, jetzt doch irgendwie. Erst war von Regen geredet, stimmt aber irgendwie hinten und vorne alles nicht. Also Leute, man kann sich das Wetter noch nicht so ganz verlassen, ne?
wie Sebastian schon gesagt hat, ja, wenn es denn, man denkt, man es regnet, dann nimmt man es falsch. Und wenn man regnet, dann regnet es wieder nicht. Dann meint man, es würde Sommer werden, dann regnet es doch wieder oder es regnet nicht. Und es steht aber Regen da. Leute, das ist alles scheiße. So. Des Weiteren nehme ich noch ein Handtuch mit, nicht zum Baden, sondern weil es kann sein, dass da im Hotelzimmer irgendwie vor der Dusche kein Handtuch ist. Sonst falle ich dann oben und dann war es das. So, natürlich, wie vom letzten Jahr, kennt ihr auch schon, also die dabei waren, das obligatorische, schöne Auto mit Sebastian Handtuch. Das kommt natürlich mit. Ich weiß auch, wir kriegen dieses Jahr Feuerwehr, ich weiß. Wir kriegen dieses Jahr auch wieder Neues. Ich habe aber natürlich mein altes logischerweise mitgenommen, klar. Auch mein Auto mit Sebastian T-Shirt werde ich anziehen zur Wanderung, das habe ich auch dabei. Ich habe ja zwei, eins in schwarz, eins in blau. Ich habe mir gedacht, ich nehme das blaue mit. Weil das passt zu dieser grauen Hose irgendwie besser als schwarz. Und wenn Sommer ein bisschen etwas andere Farbe, schwarz zieht ja immer so die Wärme an, blau auch. Ja, gut, egal. So, dann kommt auch außerdem mit das External Set für meine Insta360. Ich nehme die Insta360 Go 3 übrigens neuerdings mit. Die habe ich ja diesen Weihnachten bekommen, die letzte Weihnachten. Und die Insta360 One RS. Eigentlich hatte ich noch geplant, die Insta360 Go 3S mit zu kaufen. Das ist quasi eine verbesserte 4K-Version der Insta Go 3. Habe ich jetzt nicht gekauft, es soll auch die anderen tun, aber wie gesagt, ihre Perspektive ist schon wunderbar. Mein Handy, was jetzt hier drin ist, nehme ich natürlich ebenfalls mit. So, hier ist übrigens auch die Insta360, sogar schon mit Auto mit Sebastian aufgebaut. Ne? So. Dann hat Sebastian ja gesagt, wir sollen Teller und Becher mitnehmen. Wollte ich euch auch nochmal zeigen. Hier ist so ein kleines Ding, da ist auch Besteck drin und ein Becher. Ne? Sollten wir ja mitbringen. Wichtig, Leute, vergesst das nicht, sonst habt ihr am Ende nichts zu fressen. So. Jetzt kommt was, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich mal hier anders hinsetzen. Ihr müsst das selbst entscheiden, ob ihr das mitnehmt oder nicht. Ich mache das einfach für euch, Leute, falls jemand irgendwie Pflaster brauchen sollte auf der Tour sich verletzt. Ich habe welche dabei. Ich habe auch ein kleines Erste-Hilfe-Set dabei. Ja, ich weiß, Leute, man muss das nicht mitnehmen und es wird wahrscheinlich auch nichts passieren. Falls, ja. Ich habe mit Sebastian letztes Mal gesprochen. Er sagte mir, Mann, das brauchst du nicht. Und ach komm, das schaffst du schon so. Ja, natürlich schaffe ich das so. Ja, ich möchte mich aber vielleicht, ne, ich habe jetzt auch frisch eine Tetanus-Info bekommen. Trotzdem, ich nehme es mit, falls doch irgendwas Großes passiert, man doch irgendwie einen Verband braucht, irgendwas abdrücken muss, jemand ein Pflaster braucht, keine Ahnung, dann habe ich welche und ich kann welche anbieten, dann geht's los. Und ich nehme es mit. Ob ich selber brauche, sei mal dahingestellt, glaube ich nicht. So. Ja, das Weitere nehme ich noch ein bisschen Proviant mit, das mache ich aber dann morgen Abend. Ich werde morgen bevor ich bei meinen Eltern abends noch einkaufen gehen. Da werde ich dann für meine Reise am Freitag ein bisschen was einkaufen. Wie gesagt, weil ich habe da keine Lust, irgendwie jetzt einen Zug zu essen. Das kann man machen. Und mit der Sitzplatzreservierung ist immer so ein bisschen blöd. Ja, ansonsten ist noch eine Kulturtasche dabei, die ist jetzt hier noch nicht drin. Eine Regenjacke nehme ich noch mit, man weiß ja nie. Und vielleicht, aber auch nur vielleicht, eine Fließjacke, das kommt drauf an. Abends ist es jetzt nicht super kalt, aber wenn man dann noch länger noch bei der Party abends hier draußen sitzt, wird es vielleicht ein bisschen frisch. So. Jo, hab ich jetzt auch noch was vergessen. Ach ja, meinen Umhängeventilator nehme ich natürlich auch wieder mit. Ich kenne ein paar Leute schon vom letzten Mal. Wunderbar, bei warmem Wetter kann man sich den umhängen, hast du jetzt zwei Lüfter, pustet mir schön die kalte Luft ins Gesicht. Wunderbar, finde ich total toll. Ja, ob das jetzt alles in diesen Koffer passt und in den kleinen 20-Liter-Rucksack plus noch mein Proviant für Freitag. Oh, also letztes Mal bin ich zugereist, ob das jetzt hinhaut, ich weiß es nicht. Ja, die Neuerung ist eben halt diese kurze Hose, diese dünne und halt die Insta-Go 3. Also das war das, was ich euch mal sagen wollte. Ansonsten, Leute, ansonsten. Jetzt überlege ich gerade, ist hier noch achso, jetzt habe ich noch einen Selfie-Stick, der liegt da noch. Ja, Outdoor-Handschuhe und Rubber eigentlich nicht, nehme ich trotzdem mit, man weiß ja nie. Ja, eigentlich war es das soweit. Also das Kamerazeug, gut, die Mikrofon, alles, das muss ich jetzt nicht alles im Detail erklären, Leute, das wisst ihr ja, was da alles dazu gehört, aber na so. Das ist eigentlich alles. Es ist ja auch nur ein Wochenende. Wenn man Freitag hin, Sonntag zurück, das ist eigentlich, braucht man da nicht mal einen großen Koffer. Aber Leute, also, das ist ein kleiner Handgepäckskoffer, ne? Aber Leute, ohne Koffer kann ich nicht. Also, das ist mir dann auch, ich könnte auch noch den 40 Liter Trennbauch stattdessen nehmen. Aber dann da alles reinzuquetschen, irgendwie,
Nee, Leute, lieber, wenn man weiter Fernreisen macht, dann schon, wenn es mit IC und so, da ist mir das mit Koffer lieber und super schwer ist der ja auch nicht. Das geht schon, also das sollte passen. Ja, und dann hoffe ich mal, dass alles gut geht. Naja, die letzte Abreise von Kochen war letztes Jahr nicht so erfolgreich. Das hat zwar alles hingehauen, war aber ziemlich schwierig. Ich habe mir jetzt auch noch einen extra Tag Urlaub genommen. Ich werde Montag dann hier noch zu Hause verbringen und habe dann nicht mehr so Stress, dass ich irgendwie zu spät zur Arbeit komme oder müde bin oder irgendwas zu spät zur Arbeit, wenn ich nicht komme. Aber wie gesagt, ich komme jetzt schon auf dem Rückweg. Ist schon beim ICE was anders. Ich komme so eine Stunde später an, das ist eigentlich geplant. Statt 19 Uhr wie 20 Uhr 16 finde ich jetzt irgendwie alles nicht so dolle, aber Leute, deshalb habe ich mir das ausgesucht. Lieber Montag nochmal frei, in Ruhe ausschlafen, sich ausruhen vom Marsch. Ist für mich vielleicht wichtiger, für Sebastian ist das ein Klacks, das macht der weg und danach geht's dem, der ist ja dann nicht mehr ermattet. Also ich glaube, der, ne, ihr wisst, was ich meine, es gibt Leute wie er oder vielleicht andere, vielleicht auch den lieben Boris oder hier den Martin, für die ist das gar nichts, ja. Die reißen das runter und danach fahren die nach Hause und dann ist nichts gewesen so. Aber für mich, ich brauche dann immer noch mal einen Tag. Ihr Leute, ihr wisst, ich komme aus Berlin. Hier gibt es keine Berge. Ich konnte dafür nicht gut trainieren. Ich habe auf Amrum wieder mir einige Kilometer runtergerissen. Ich fühle mich gut vorbereitet. Mir geht es auch nicht darum, irgendwie Erster zu werden. Leute, das ist eine Community-Wanderung, das ist kein Rennen. Ja? Da werden viele Leute schneller sein als ich. Na und dann ist das so. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, Spaß zu haben, mit Sebastian sich zu unterhalten, die Natur zu genießen, zusammen zu wandern und einfach das Leben zu genießen und nicht da Kilometer runter zu putzen, als ob es kein Morgen mehr geht. Das kann man da machen. Aber Sebastian möchte auch, dass wir warten und nicht, dass dann da irgendwie alle losdüsen und dann irgendwie sich das Feld so dermaßen auseinanderzieht, dass man irgendwie überhaupt nicht mehr miteinander reden kann. Leute, so soll es nicht sein. Aber das müsst ihr selber wissen, ihr seid dann für euch dort und entweder ihr wollt mit den Leuten sprechen oder ihr lasst es bleiben und geht für euch alleine oder ihr rennt vorweg und wartet, das müsst ihr ja selber wissen. Also ich werde mal gucken, ob ich irgendwie in dem ersten Drittel, vielleicht in der Hälfte, irgendwo in der Mitte mich befinde. Ich will ja auch nicht der Letzte sein, ich will aber auch nicht der Erste sein. Und das hat keinen Sinn, dafür bin ich nicht da. Und es ist übrigens auch noch die Temperatur zu beachten, weil wenn es nämlich warm wird, Leute, dann ist es sowieso unschlau, da irgendwie sich einen abzureißen, weil bei den Temperaturen, Sebastian weiß es selber, ich glaube, welcher Marsch war das, Dresden, wo du jetzt warst, temperaturmäßig oder auch jetzt die letzte, also er hat es ja schon durchgemacht mit der Höllentemperatur, das ist echt ein Brett, also da dann bei so einer Temperatur wirklich Gas zu geben, ist keine gute Idee, weil Wasser, Leute, wir haben natürlich 2 VP, das weiß ich alles, aber man muss immer an sich selber denken, man macht nur das, was man schafft und das, was man kann, und man merkt, es geht nicht mehr, muss man abbrechen. Ja, wird schon gut gehen. Das letzte Mal hat es auch funktioniert. Ich bin hyped. Lieber Sebastian, vielen Dank auch dafür, dass du mich wieder angenommen hast, dass ich dabei sein darf, auch wenn natürlich du nur gesagt hast, hier Tickets, Verkauf ist eröffnet, bitte holt euch eins, wenn ihr wollt. Trotzdem möchte ich dir danken, dass ich da wieder dabei sein kann. Ich freue mich auf dich, ich freue mich auch auf euch Teilnehmer. Und es gibt noch eine Neuerung für die am Freitag mit mir essen gehen. Oder mit uns essen gehen. Ich danke nochmal hier dem Lukas, der hat sich dafür eingesetzt, dass wir einen Tisch in Plotten kriegen. Seid bitte pünktlich um 18 Uhr in Plotten zum Hotel zur Post. Am Hotel zur Post, im Hotel zur Post, wie auch immer. Da gibt es dann am Freitagabend für 14 Personen, die wir ausgewählt haben oder die sich selbst ausgewählt haben, wenn es denn 14 werden oder weniger, Essen geben. Ja, darauf freue ich mich auch schon. Mal gucken, wie das wird. Genau, und ich komme, wie gesagt, das wollte ich euch noch kurz erklären, diesmal in Klotten unter, nicht in Kochen. Das hat den Grund, weil die Aftermarsch-Party nachher in Klotten stattfinden wird und ich möchte nicht am Ende irgendwie aus Kochen dann auch wieder hin und wieder zurück. So, und deshalb habe ich mir dann entschieden, ich werde lieber in Kochen, in Klotten wohnen, in einem Hotel und muss ich halt dann morgens gucken, wer mich dann mitnimmt oder ob ich dann mit der Bahn nach Kochen zum Start fahre oder laufe, je nachdem, das müssen wir dann sehen. Ja. Das ist alles und wenn es dann am Freitag losgeht, melde ich mich wieder und wenn ich da bin, melde ich mich auch und ja, sollte zwischendurch noch was passieren, melde ich mich natürlich auch bei euch, wisst ihr ja. Ja, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, ich würde mal sagen, tschüss und wir sehen uns am Freitag.